Weißt du, was jetzt blüht, Bowsers Willkür? Bloß damit du es weißt. Damit könnte dein Aufstieg in meinem Turm ein jähes Ende finden, Mario. Möge Bowsers Willkür entscheiden. Damit ein Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mario. Zum Bonus-Part Mario Party Island Tour Story Modus Teil 2. Wir sind im Bowsers Turm und wollen weiterkommen. Und Bowsers Turm endgültig zerstören. Egal, machen wir weiter. Ich hoffe, du hängst nicht zu sehr an deinen Mario Party Punkten. Das ist jetzt alles futsch. Wen interessieren denn die Party Punkte? Ich will auch gar nicht. Mit dem Party Punkt kann man überhaupt. Beziehungsweise was kaufen. Ich brauche aber keine. Die Party Punkte bin nicht wichtig. Ich will einfach nur die. Machen habt ihr. Macht mir irgendwie viel mehr Spaß, das Minispiel. So, wir müssen auf die Fische achten, wie viele Diamanten sie in ihrem Mau haben, müssen sie dann verfolgen. Also gucken, wo sie sind. So, hatte ich recht. Ja, denn nur der gute Augen hat, kann das die erste Runde gewinnen und die zweite und die dritte auch. Ah, der rechte. Okay. Es ist der linke. So, es kommt Runde 3, das ist ein bisschen schwerer. Ah, jetzt bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, der rechte. Yes. Yep, ich hatte recht. Und wir haben gewonnen. Okay, dann hätten wir das auch geschafft. Auf geht's! Weiter nach oben. So. War klar. Oh, Peach. Nein, nicht auch noch Peach. Ich kann gar nicht hinsehen. Aber nimm auf mich keine Rücksicht. Du musst sie alle besiegen. Keine Ahnung, warum der mitkommt. Egal. Bob-Omb-Bescherung oder Herumgeeiere. Ich versuche mal das Minispiel. Aber das hatten wir noch nicht. Runde zu einem Huhn, um es hochzuheben und Eier legen zu lassen. Versuche, so viele Eier wie möglich zu gewinnen und die Hühner deiner Rivalen zu stibitzen. Ja, das klingt schon mal nach einer Herausforderung. Nein! Hallo? Na. Komm her! Oh, mein Hund ist gerade hier. Was? Wieso hat die gelbe Peach? Bitteschön. WTF!
Ich habe verloren. Ist doch nicht wahr! Unser erstes Game Over! Ey, das ist ja auch unfair! Gut, dann halt das linke. Fickt euch! Nicht ihr, sondern diese Peach. Ah! Und halt das hier. Beide Minispiele sind scheiße. Naja, obwohl ich es im letzten Part gepackt habe. Naja, direkt daneben. Ist die dumm, die eine Peach? Ja, okay, sind beide dumm. So. Wieso habe ich das nicht gleich so gemacht? Wieso habe ich nicht gleich dieses Minispiel genommen? Na egal. Besser gewinnen als verlieren. Naja, wir haben es im zweiten Versuch geschafft. Nee, haltet uns nicht auf. So. Entweder das hier oder komm. Oh, das ist ein bisschen zu laut. Aber egal. Je länger du ein Jahr. Nein, ich hab vergessen, es ist. Ja, ich weiß. Ja, ich hasse es. Warte, wie kann ich denn das? Ah. Alter, ich verliere noch. Nein. Nein, ich will nicht verlieren. Ich hab's doch gleich geschafft. Jetzt habt ihr ein bisschen den Hintergrund gesehen. Das ist scheiße. Egal, egal. So. Ich hätte auch am liebsten das hier gemacht, aber keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Hätte viel mehr Spaß gemacht, aber so ist es halt. Und jetzt kommt ein Boss, nämlich jemand, den wir auch kennen. Hey, ich kann überhaupt nichts sehen. Wieso ist es so dunkel? Es ist... Nein, das gibt's doch nicht! Ein Kettenhund! Mein... Ja, Kettenhunde. So nette Tierchen. Locke den Kettenhund an und ja, warte, bis er eine Stabattacke macht und auf... Ja. Wir müssen ihn auf diese Dinger da locken, damit er sich richtig den Arsch verbrennt. Eigentlich ganz leicht. Komm her. Komm, vollführe eine Stampfattacke. Komm zu Onkel Mario. Los, komm zu Onkel Mario. Du sollst eine Stampfattacke ausführen. Genau. So. Hast du fein gemacht. Leider können wir nicht springen, wir können uns nur bewegen. Kriegt da solche X-Augen, das finde ich so lustig. Und jetzt wird er wütender. Das bedeutet nichts Gutes. Er qualmt schon vor Wut. Ach ja, und jetzt kommen diese Feuer von diesen Dingern. Also, ja, wenn er eine Stampfattacke vollführt, dann geht halt die ganze Plattform runter und da kommen dann solche Feuer von
Lavafontänen hoch. Die sollte man meiden. Aber wir haben es trotzdem geschafft! Juhu! Okay! Oh, Entschuldigung, habe ich ihn wieder nach hinten gekippt. Das tut mir leid. Hey, gut gemacht, Mario. Du bist. Hast es wirklich drauf? Ich weiß. Okay. Moin, moin, Kitten. Und was hat die meine Oma Kitten und den angetan? Das war doch nun wirklich nicht nötig. Doch ich bin nicht mit dir fertig. Pass nur auf, was dich mein großer weißer Wächter in die Hände bekommt. Das ist ja genau. Der Schneemann. Falls du glaubst, du könntest meine Luftblasenproduktion sabotieren, dann bist du schief gewickelt. Da bin ich anderer Meinung. Jetzt ändert sich auch die Musik, das finde ich richtig toll. Wir machen das hier. Da brauchen wir den Touchscreen. Und ich brauche einen Stift. Wartet mal kurz. Hier bin ich auch wieder. Sorry, deswegen. Ja. Verwende den Touchpen, das weiß ich. Doch. Was? Ach, das ist leicht. Ups. Nein. Wartet kurz. Ich muss mal. Ich habe die Kappe drauf gelassen, das ist scheiße. So. Können wir weitermachen. Komm, das ist leicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hä, wieso? Achso. Komm, das kann man nicht verkacken. Gewonnen. Das war doch auch echt zu leicht. Egal, machen wir weiter. Es ist nicht mehr viel. Nö, noch 3 Etagen, dann haben wir's. Oh, Toads. Oh nein, aber das bin ja ich. Lass dich von meiner, ihrer Niedlichkeit bloß nicht enttäuschen. Du musst gewinnen. Auf welchen Schwierigkeitsgrad sind die normal oder so? Nee, ich glaube nicht. So. Probieren wir das hier mal. Dieses Minispiel, weil da kannst du nicht verkacken. Doch, man kann verkacken, aber nur wenn man nicht aufpasst. Ja, das sieht man. Na, komm schon. Oh, nein! Hoho, Alter, war das knapp. Hier natürlich. Was? Ich hoffe, das wird noch für mich gegelt. Bitte, 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 bitte. Yes! Ich wär's auch echt ausgeflippt, wenn das nicht so wäre, wenn ich gewonnen hätte. Naja. Egal. Nö, 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 nö.
Was ist das? Ein Roulette-Block. Der bringt uns bestimmt Glück, oder? Ich werde einfach mal dagegen springen, wenn du nichts dagegen hast. Yippie, dank des Mini-Sterns ist einer von Bowsers Scheren verschwunden. Okay, und was soll mich da dann jetzt glücklich machen? Ich muss trotzdem noch gegen welche antreten. Probieren wir mal dieses Spiel hier. Ja, das war klar, dass es wieder mit Systemsteuerung ist. Also das System lenken. Achso. Nein, nein. Ach, das ist doch Betrug. Ey, ich meine, das ist doch scheiße. Ja, komm, haben wir verkackt. Ich hasse euch Toads. Ihr seid so Zweites Game Over. Ja gut, dann ich muss mich ja nicht halt ärgern, aber das ist scheiße. Ja, halt die Fresse. Ja! Wieso nicht gleich so? Unglaublich, diese Mini-Sterben. Sterben natürlich. Sterne haben alle Sterben vor Bowser verschwinden lassen. Wieso? Das hätte doch nicht gebracht. Ich hasse dich, Toad. Wieso? Ich kann's nicht fassen. peinlich. Das hätte es echt nicht gebracht. Das hat es echt nicht gebracht. Zu failen, aber... Okay, zwei Game Over sind jetzt nicht so schlimm. Egal. Zweimal darf... Man hat ja ein... Ja, zweite Chance, bla bla bla. Jo. Los! Los! Komm schon. Oh, scheiße, regeneriere dich wieder. Nein! Nein! Ich will nicht wieder verlieren! Schnell, hüpf rüber! Ja, okay. Wir werden sowieso gewinnen. Jetzt reg ich mich auch auf. Los, hüpf, hüpf, hüpf! Hüpfe, hüpfe! Nein! Komm schon, 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 los! Ja, braver Grashüpfer, böser Grashüpfer! Hüpfe! Mann! Wie Betrug! Ja! Sorry! Ich bin ein Vollhorn. Entschuldigung, aber das war unfair. Dieses Minispiel hätte ich absolvieren können. Das hier mit den Rutschkarts. Aber wieso muss ich das andere nehmen? Schwamm drüber. Komm, los. Hört auf zu! Hallo! Macht Platz! Los, macht Platz! Ja, komm, 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 komm!
peinlich. Peinlich, äußerst peinlich. Peinlicher geht's nicht. Ich bin jetzt diesen Part voller Unfairness und sonst was. Entschuldigung, dass ich so rumgebrüllt habe, aber es ist einfach unfassbar. Warum? Wieso tut ihr mir das an? Ich hab doch gar nichts gemacht. Naja, Schwamm drüber. Beim nächsten Mal wird's besser laufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also im nächsten Part wieder. Bis dahin, ciao, und ich werde mich erstmal beruhigen. Das ist doch egal.